Frau Springener, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu einem Grußwort. An der Stelle, Herr Minister Maas hat ja schon beim Neujahrsempfang die Grundideen hinter der neuen politischen Architektur für Verbraucherpolitik in der Regierung und was wir uns davon versprechen, darlegen können. Und da er ja auch auf Ihrer Veranstaltung zum Weltverbrauchertag die Agenda noch ausführlicher vorstellen wird, kann ich mich tatsächlich heute natürlich auf das Thema der Veranstaltung konzentrieren. Das mache ich als Informatiker natürlich besonders gern. Sie sehen, es sind also auch jetzt Nicht-Juristen in dem Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz heftig gefragt an der Stelle. Wir erleben natürlich tatsächlich seit einigen Jahren, aber mit wachsender Geschwindigkeit, und wer sich auf einer solchen Leitmesse wie der CeBIT umsieht, merkt das leicht. Ich werde gleich mal an einem Beispiel noch darauf zurückkommen. Eine Digitalisierung unseres Lebensumfelds, der Wirtschaft, sozialer Aktivitäten, der Organisation des Alltags. Immer mehr dieser Bereiche verlagern sich ins Internet, in digitale Anwendungen. Es geht längst nicht mehr nur um Einkauf, organisieren, spielen, informieren, Meinungsäußeren, kommunizieren, also auch Teilhabe an der Gesellschaft wird an dieser Stelle abgewickelt. Und an immer mehr Bereichen ist damit zu rechnen, dass einfach der Durchbruch vielleicht eines technischen Geräts, einer Anwendung auch dazu führt, dass es von einer linearen Zunahme der Digitalisierung sehr schnell exponentiell entwickeln kann. Also wenn zum Beispiel eine besonders effiziente, preisgünstige oder von starken Teilnehmern getragene Mobile-Payment-Lösung herauskommt, könnte sich diese Entwicklung, die wir seit Jahren hier erleben, zum Beispiel noch einmal deutlich beschleunigen. Sie haben sich heute entschieden, vor allem vernetzte Verkehrssysteme und E-Health in den Mittelpunkt zu stellen. Das sind sicherlich auch zwei Märkte, die natürlich sehr ökonomisch getrieben diese Digitalisierung heranziehen. Das Auto als künftiger rollender Computer. Viele in Deutschland versprechen sich ja, dass die Automobilindustrie neben dem Maschinenbau zwei Kerne sein könnten, von denen Deutschland aus zusätzliche Kompetenzen in dem Wettbewerb um digitale Wirtschaft und Anteile innerhalb der digitalen Wirtschaft entwickelt. Und in der Tat, einige der Innovationen in ITK-Technologien sind auch von diesen großen Unternehmen vorangetrieben worden in den letzten Jahren. In Echtzeit überträgt das Auto an den Hersteller, an andere Verkehrsteilnehmer, an Dienstleister jetzt schon und in Zukunft noch verstärkt Daten. Das hat viele gute Seiten. Staumeldungen werden immer aktueller, teilweise sogar manchmal dynamisch, also nicht mehr der Effekt der Stau. Und dann sind alle auf der einen Ausweichstrecke und da ist der Stau innerhalb von 10 Minuten größer. Automatische Notfallmeldungen, wie die Debatte im Augenblick in der Europäischen Union, ob das sogar verpflichtend wird für Fahrzeuge, die auf den Markt kommen. Bei solchen Debatten merkt man ja manchmal, um einen kleinen Vorausschau schon auf die europäische Datenschutzgrundverordnung zu geben, wie wertvoll es sein kann, wenn Europa sich auf einen Standard einigt, ist es nämlich oft so, dass Produkte weltweit angepasst werden, weil viele Hersteller natürlich gar nicht mehr zwei Produkte drinnen haben wollten. Wir haben das mal gemerkt bei der Altautoverordnung. Als wir Blei in bestimmten Produkten verboten haben, ist Blei weltweit verschwunden aus den Fahrzeugen, weil keiner mehr die gleiche Schraube einmal mit Blei und Nickel und einmal ohne diese Produkte herstellte. Von daher, Europa kann, wenn es will, auch in diesem gesamten Bereich Einfluss auf Spielregeln nehmen. Aber wir erleben natürlich auch eine Reihe von Risiken, die verbunden sind mit dieser Digitalisierung, auf die wir zunächst eine gesellschaftliche Debatte direkt verbunden auch mit der Debatte über politische Regulierung, immer im Hinblick auch auf grundlegende gesellschaftliche Rechte wie das Recht auf Privatheit, auf Selbstbestimmung, aber auch auf das differenzierte Verbraucherbild, das die Regierung ja in ihrem Koalitionsvertrag verankert hat. Also sind wir tatsächlich alle Expertinnen und Experten in einer Art und Weise, dass wir die Risiken für uns ausschließen können. Nehmen wir anderes einfach hin, sind wir über manches gar nicht informiert, können wir auch übervorteilt werden. Wir haben Angst davor, dass natürlich gerade in diesen ökonomisch getriebenen Bereichen
es auch zu starken Biotopen kommen kann, also dass ich mit meinen Daten auch gefangen bin auf bestimmte Anwender. Das erleben wir heute schon bei Hard- und Software. Werden wir das in Zukunft auch ermöglichen, dass der Aufwand zwischen Fahrzeugen zu wechseln, zwischen Carsharing-Anbietern, wenn ich gar nicht ein Auto kaufe, so groß ist, dass ich eigentlich gebunden bin, weil alle meine Daten, die in dem System vorhanden sind, die mir komfortabel zur Verfügung stellen, nicht portabel sind und mitgenommen werden können. Aber gerade die Auswahl- und Speichermöglichkeiten, die heute unter dem Stichwort Big Data, vor ein paar Jahren war das noch Data Mining, Data Warehouse und Ähnliches, zur Verfügung gestellt werden, geben natürlich tatsächlich die Chance auf große Verhaltensprofile, die weit über herkömmliche Methoden hinausgehen, in einer Form, die man schon in der Nähe von totaler Kontrolle rücken könnte. Versicherungstarife nach Fahrverhalten, eine Debatte, die wir jetzt zuletzt hatten, ist das wirklich im Sinne der Verbraucher? Erste Umfragen haben ja ergeben, dass eine Mehrheit sowas akzeptieren würde, wenn sie dafür 10 Euro spart. Verbraucherforschung hat ja ergeben, dass wir Deutschen besonders anfällig sind für die Idee, irgendwo einen Rabatt zu bekommen. Wir sparen uns manchmal tatsächlich dann arm, weil wir in Wirklichkeit natürlich Ausgaben oder Fehlverhalten damit entwickeln. Aber was ist denn eigentlich, wenn das Fahrzeug nicht nur zum Zeugen gegen den Fahrer wird? Wird auch unser Miteinander durch sowas bestimmt? Werden wir in Zukunft noch erleben, wenn der Nachbar dann kommt und sagt, ich möchte mir gerne dein Fahrzeug ausleihen? Der sagt, oh, ich habe dich schon immer so schnell über die Hauptstraße fahren sehen oder du hast schon zweimal falsch geparkt oder ähnliches. Wird dann sowas noch stattfinden, ein Miteinander? Sind die Tatsache, dass man rund um die Uhr, es geht ja nicht um ein Durchschnittsverhalten, beobachtet wird, nimmt das aus solchen Versicherungstarifen auch noch die Solidarität einer Versicherungsgemeinschaft? Also nicht die Idee, besonders stark auffallende Persönlichkeiten jetzt nicht durch die Gemeinschaft zu subventionieren, aber dass wenn jeder nur noch vereinzelt dargestellt wird, ist ja in der Regel sowas wie Fahrverhalten der Anfang und wird später auf andere Eigenschaften, vielleicht auch später auf nicht so leicht beeinflussbare Eigenschaften ausgedehnt werden, wenn wir uns erstmal in solche Segmentierung durch Verhaltens- und Persönlichkeitsprofile unterscheiden lassen. Im E-Health-Bereich die automatische Übermittlung von Gesundheitsdaten digital an den Arzt. Ja, wenn ich es selber steuere, gut. Wenn ich mir Dienstleister aussuche, auch noch gut. Was macht der Dienstleister mit den Daten an der Stelle? Ne? Bei Gesundheitsarmbändern will ich, dass tatsächlich jetzt hier alles aufgenommen wird und anonym verwertet wird? Will ich selber steuern? Ich verwende dieses Teil zum Beispiel nur als digitalen Wecker an der Stelle, nicht die anderen Übertragungen. Können wir mit Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsdiensten arbeiten, also auch neue Technologien entwickeln, die vielleicht sogar Märkte haben, um in solchen Bereichen hereinzugehen? Wie sieht es mit den Risikotarifen aus? Und das gilt für beide Segmente. Schadet man sich vielleicht nicht nur selbst? Und auch da kommt der Augenblick, wo man die Debatte führen muss, an welchen Stellen erlaube ich eigentlich von vornherein die Freiheit des Abschlusses und wo muss man Menschen auch vor sich selbst schützen? Man darf ja auch zum Beispiel, der TÜV ist ja auch eine Geschichte, wo gesagt wird, ein bestimmtes Auto darf nicht eingesetzt werden. Und wo schadet man sich mit seinem Verhalten selbst? Es gibt ja auch Kollateralschäden, wenn ich zum Beispiel eine solche Überwachung durch Daten akzeptiere, weil dann der andere vielleicht, der irgendwann sagt, nee, also ich bin nicht bereit, ein Armband zu tragen, das täglich meinen Alkoholgehalt an die Versicherung meldet, wird derjenige, der das nicht bereit ist zu tun, tatsächlich noch vernünftige Tarife angeboten bekommen oder gilt das schon als Risiko, nur weil er nicht bereit ist, einen freiwilligen Vertrag abzuschließen? Also diese Kollateralschäden sind natürlich eine wichtige gesellschaftliche Frage. Wir stehen vor einer solchen epochalen Umwälzung, sind Kernbereiche privater Lebensführung betroffen und Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, hat am 6. Februar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ja so ein Stück weit im Augenblick die Zeitung ist, die sich auch aufgrund ihres Herausgebers ja sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, Begriffe verwendet wie technologischer Totalitarismus,
gläserne Konsumbürger, der nur noch die Summe seiner Daten ist und komplett determiniert wird. In der Tat ist das eine der größten und spannendsten Herausforderungen, vor der unsere Gesellschaft steht. Das ist eine Debatte, die wir in Deutschland führen müssen, in der Europäischen Union, aber es ist durchaus auch ein Konflikt zwischen europäischem Denken, ich hoffe zumindest mehrheitlichen europäischen Denken, und der Beschluss des Europäischen Parlaments bestärkt mich in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung dazu, und einem angelsächsischen, vor allem US-amerikanischen Denken, das völlig anders geprägt ist, in der es durchaus auch um ökonomische Hegemonie geht und deswegen es nicht wie ein einfaches Gesetzgebungsverfahren oder eine einfache Regelung verstanden werden muss, sondern die Entscheidung jetzt getroffen wird, übertragen wir Grundrechte, Grundprinzipien, die wir nicht glauben, technologisch ausgehebelt werden sollten, auch in diese neue Welt hinein oder lassen wir sie technologisch dominiert sein. Nicht alles, was technisch möglich ist, muss auch gemacht werden und hoffentlich ist auch nicht alles gesellschaftlich durchsetzbar, sondern es muss eben unter der Frage diskutiert werden, wie wollen wir gemeinsam leben. Das wird Rahmenbedingungen brauchen, Regeln brauchen und es gibt ein paar Punkte, in denen unser Ministerium in dem Bereich im Augenblick arbeiten will. Ende April wollen wir den Referentenentwurf vorstellen für eine Sache, die eher erstmal klein ist. Wir nehmen noch ein paar andere Sachen mit rein, die wir sowieso tun mussten, aber die hoffentlich in der Wirkung größer ist, nämlich das Verbandsklagerecht Verbraucherverbände für verbraucherbezogene Datenschutzverstöße. Also das Unterlassungsklagegesetz, diese Lücke schließen, die dort vorhanden war, um eben den sehr schmalen Bereich, in dem im Augenblick gearbeitet werden kann, auszuweiten und dafür zu sorgen, dass in dem Umfeld, in dem es schon Regeln gibt, ich spreche ja gleich nochmal zur EU-Datenschutzgrundverordnung, die Verbraucherverbände, wir sind in Deutschland nun mal so organisiert, dass Durchführung vor allem zivilgesellschaftlich organisiert ist, deswegen wollen wir das ja mit Marktwächtern und anderem stärken, durchgeführt wird. Wir glauben allerdings auch, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung nach der Europawahl, alles davor ist illusorisch, noch einmal beschleunigt werden muss. Ich bin sehr froh über die Beschlüsse des Europäischen Parlaments. In dieser Woche gab es ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel zu dem Thema, der sehr lesenswert ist, der viele Sachen richtig benennt, der nur den Fehler macht, danach wieder von der Politik oder der Bundesregierung zu sprechen. Die ersten 95% sind richtig differenziert dieses Artikels. Wir sind nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit, der das im Augenblick passiert. Ich sehe auch in den Entwürfen der Europäischen Kommission keineswegs die Gefahr, dass ein hohes deutsches Datenschutzniveau abgesenkt werden könnte in einem Bereich. Es gäbe sicherlich ein oder zwei Punkte, über die man spricht, aber mal zu konzertieren, jetzt schon zu einem frühen Zeitpunkt, unterstützen alle ein Marktortprinzip, unterstützen alle ein Einwilligungsprinzip. Also die großen Grundsätze, da erwarten wir natürlich, dass die Bundesregierung als Einheit sehr schnell signalisiert, dass wir das in einer europäischen Datenschutzgrundverordnung haben wollen. Ich hoffe, dass wir schnell auch die Wirtschaft als Partner in dem Kampf für eine europäische Datenschutzgrundverordnung gewinnen. Und zwar einfach aus dem Interesse heraus, eines Level Playing Fields für europäische Wirtschaft in der Konkurrenz zu den kalifornischen Riesen, die entstehen. Manche haben das schon erkannt. Die Telekom ist unterwegs und sagt, warum mache ich denn die gleichen Dienstleistungen wie Google, nur ich muss mich an deutsches und europäisches Telekommunikationsrecht halten, auch im Datenschutz, was sie nach ihrer Aussage auch weiter tun möchten, aber sagen, es wäre doch mal gut, wenn Google das Gleiche tun müsste an der Stelle. Man könnte jetzt Google austauschen gegen andere Firmen, um nicht Bashing zu betreiben. Das heißt, entscheidend ist, dass ich eine Dienstleistung gegenüber einem europäischen Bürgerinnen und europäischen Bürger anbiete und dann müssen die Regeln europäischen Datenschutzes gelten. Wenn das auch die Banken verstehen würden, die doch wissen müssten, dass dort auch schon längst die Banklizenzen liegen und die Finanzdienstleistungen und andere die Nächste sein werden, die die großen Internetkonzerne anbieten werden, um ganze Branchen zu übernehmen, wer die selbstfahrenden Autos sich anschaut. Ich war sehr verwundert über die Allianz, die VW jetzt eingegangen ist, weil ich vor allem auch weiß, wie gut
die technologischen Entwicklungen schon sind. Ich durfte mit dem Kollegen, der das für Google mal entwickelt hat, zusammen studieren. Er ist der Grund, warum ich nicht in der Wissenschaft geblieben bin. Weil wenn Sie mit jemandem auf dem Zimmer sitzen, der immer doppelt so schnell ist, was zu verstehen wie Sie selbst, dann geben Sie irgendwann auf. Und der Junge ist einfach schon damals genial gewesen an dem Punkt. Da vorwärts zu machen, um dann tatsächlich Ideen wie Datenschutz und Sicherheit durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Sie wissen, wir sollen als Bundesregierung immer Deutsch sprechen, möglichst viel, die Transparenz, Verbraucherbildung und Medienkompetenz voranzubringen, sind die Dinge, die wir tun wollen. Wir müssen allerdings natürlich auch darüber reden, wie wir solche Produkte in einer Form einführen, dass jeder sie so einsetzt, wie sie für ihn optimal sind. Es gibt Techniken, auf die ich gerne verzichten kann. Ich brauche tatsächlich nicht einen Kühlschrank, der automatisch Nachschub bestellt. Ich möchte schon gerne noch mal differenzieren, in der einen Woche das, in der nächsten Woche jenes. Vor allem habe ich Angst, dass meine Jungs, mit denen ich in einem laufenden Wettkampf um Sicherheitsmaßnahmen im Internet, in der heimischen Netzwerk bin, dafür sorgen würden, dass Sachen bestellt werden, die ich gar nicht kaufen möchte an dem Punkt. Aber wir möchten vor allem natürlich erreichen, dass die Unternehmen verantwortungsvoll Produkte anbieten, die dazu führen, dass wir die Regulierung gar nicht so detailgetreu machen müssen, sondern mit den großen Prinzipien und einer verantwortungsvollen Unternehmenspolitik vorankommen. Wir sprechen oft über Offenheit. Und Offenheit ist natürlich Freiheit, aber Offenheit und Freiheit bedeutet, ich muss selbst entscheiden, wann ich öffentlich bin und wann ich mit etwas privat bleibe. Das darf nicht durch Technik erzwungen werden, es darf darauf keinen Gruppendruck geben und es darf auch keinen, entweder nutzt du das Gerät so oder du darfst es gar nicht nutzen, sondern auch vernetzbare Produkte müssen einen Öffentlichkeit-Ausschalter besitzen, dass er nach wie vor in meinem eigenen Entscheidungsfeld bleibt, was ich tue, weil Freiheit bedeutet, selbst zu entscheiden. Wir möchten diese Souveränität der Verbraucher in der digitalen Welt wiederherstellen. Sie ist schon verloren gegangen und sie droht gänzlich unter die Räder zu kommen mit der nächsten technologischen Welle. Ein Stück dieser technologischen Welle werde ich mir übrigens morgen auf der CeBIT anschauen. Ich bin dort morgen nochmal unterwegs und ich bin nur bei Start-ups, weil die haben noch oft keine juristische Abteilung. Und wenn die ihre Produkte bewerben, sind die noch erfrischend frei in der Formulierung. Schnellere Kreditentscheidungen durch Einbeziehung von Social-Media-Daten, Erkennung des Stresszustands des Gegenüber durch Echtzeit-Stimmanalyse, Produktivitätsanalyse der Mitarbeiter und Mitarbeiter durch Erfassung der Smartphone-Daten und Ähnliches mehr sind die angebotenen Produkte dieser Start-ups. Sie sehen, es kommt auch die nächste Welle der Debatte auf uns zu. Wir zählen auf Sie als unseren Gesprächspartner. Vielen Dank.